Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, diesmal in der Minikaze, dem japanischen Zerstörer auf Tier 5, im Standardmodus gefahren. Die Minikaze, hier ist sie. Ja, Tier 5, da geht noch nicht so richtig viel mit Ausstattung, aber wer sich es in Ruhe angucken will, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Beim Kapitän geht bei mir da schon ein bisschen mehr, da ist 19er jetzt drauf gewesen für dieses Gefecht. Und wir sind in einem 4er-5er gelandet, wow. 2 CV pro Seite, dann jede Menge Schlachtschiffe, König, König, Kongo, Wyoming, Wyoming, Omaha und Furutaka, nur 2 Kreuzer, Minikaze, Visby und Janeway dagegen. Jo, das ist natürlich jetzt mal hier eine Hausnummer. Okay, wo sind wir hier aufgestellt? Gut. Ist wie es ist. Also 19er Kapitän macht die Minikaze natürlich sehr stark. Gar keine Frage. Aber wer ihn hat, sollte ihn draufsetzen. Wer den noch nicht hat, hier beispielsweise RPF habe ich geskillt. Ich sehe jetzt, aus welcher Richtung kommt das nächstgelegene Ziel. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber bei einem Spiel mit 2 CVs pro Seite sind das beispielsweise 4 Kapitänspunkte, wo man einfach sagen muss, naja, schönes zu haben, man muss es nicht zwingend haben. Aber ein Riesenvorteil ist natürlich, dass man die Waffen schon mal in die Richtung ausgerichtet hat. Und jetzt ist natürlich aber auch hier die Frage, es springt natürlich auch immer hin und her. Ist jetzt das nächstgelegene Ziel tatsächlich hier gleich hinter der Insel oder erst irgendwo ganz anders, weil man sieht nicht genau, wo es ist. Ja, und ich sehe aber auch nicht, wo der hin will. Wow. Gleich mal anpingen. Unser CV, wo fliegt denn der mit seiner Staffel hin? Also ich hau mal hier Torps hin für den Fall, dass da irgendjemand hochkommt. Zu sehen ist da noch nichts. Also sag mal, ich verstehe ja, dass man vorsichtig mit seinen Staffeln umgehen will, aber das ist ja dann doch ein bisschen am Thema vorbei. Jetzt ist er wirklich auf der Einserlinie mit den Flugzeugen. Naja gut, ich werde da gar nicht groß weiter hingucken. Auf jeden Fall werde ich hier gleich gespottet. So, deswegen habe ich mich hier hinter die Insel gestellt, weil hier wird es natürlich jetzt für den CV schwer, mich beim ersten Überflug gleich anzugehen. So schnell kann der nicht reagieren und dann ist er automatisch gezwungen, praktisch über meiner Flotte zu drehen. Und das kostet ihn einfach Flugzeuge. Und deswegen habe ich auch die AA angemacht und habe ihm auch schon einen abnehmen können. Ja. Dann passt das jetzt hier einigermaßen. Und unser CV ist mit seinen Fliegern da tatsächlich ersetzt. Na gut. Wir nehmen das mal so hin. So, AA habe ich natürlich auch gleich wieder ausgemacht. Weil ich ihm nicht die Zeit geben möchte, so richtig einzuzielen. Weil wenn ich anfange zu schießen mit der AA, sieht er mich. Und ich fange früher an, als er mich sonst spotten würde. Also schalte ich sie immer wieder ab. Und mache es ihm dadurch schwerer, mich zu finden und mich anzugreifen. So, und hier haben wir die Janeway. Und jetzt kommt hier einer mit den Torpedoflieger. Natürlich bin ich dadurch jetzt hier auch gespottet. Werde aber hier nicht nebeln. Ich sehe einfach nur zu, dass ich jetzt von den Fliegern wegkomme. Und dass ich da jetzt so ein bisschen rankomme. Und da kommen natürlich schon die nächsten Flieger. Das ist mit 2 CVs pro Seite wirklich schwierig. So, ich hau die jetzt einfach mal hier hin. Und sehe zu, dass ich von der Furutaka ein bisschen Abstand bekomme. Denn der kann mir sonst gleich richtig wehtun. So, den hauen wir da nochmal mit hin. Und jetzt aber ganz, ganz, ganz fix weg von dem. Oh, Omaha ist raus. Das war das First Blood. Ja, und die Torps, die laufen jetzt da ins Nirgendwo. War ja auch nur ein Versuch, war nicht wirklich gezielt, sondern einfach nur reingehalten. Jetzt ist hier die Frage, ah, da kommt die König hoch. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Ziel. Der ist auch nicht ganz so flexibel in seinen Bewegungen wie so eine Furutaka. Das ist nun mal ein Kreuzer und der hier ist ein Schlachtschiff. So, und da werde ich jetzt mal sehen, dass der mich auch gar nicht erst sieht. Ich werde die Torps hier mal ein bisschen kürzer setzen für den Fall, dass er gleich eindreht oder eben auf die Torps dann reagiert.
Weil in dem Moment, wo der sich jetzt bewegt, also eindreht beispielsweise, wird er langsamer und dann würden die Torps nicht hundertprozentig treffen. Ja, und da die Furutaka, der hat sich ein bisschen weit nach vorne gewagt. Aber nimmt unsere Kongo noch raus. So, und die Torps laufen auf die König. Jo. Und da gibt es mal drei Torpedotreffer. Und man sieht, es waren die vorderen drei sozusagen, die getroffen haben. Also hätte ich den weißen Bereich genommen, wäre die König jetzt schon nicht mehr da. Aber, tja, wie man es macht. Ne? So, Piotr Willige ist raus. Jetzt haben wir zwei Schlachtschiffe verloren. Die anderen haben zwei Kreuzer verloren. Und ich fahre jetzt hier auf diese John Way zu. Und auch mit japanischen DDs kann man schießen. Also sieht man immer wieder, dass Spieler mit japanischen DDs nicht schießen. Also wenn die DDs außerhalb, oh, da ist eine Länge, außerhalb der Gunboat-Reihe sind, da meinen einige, sie müssen torpen und dürfen nicht schießen scheinbar. Also ich werde natürlich jetzt auch, solange hier diese Jumbo gespottet ist, der auch einfach mal ein paar Torps hinschmeißen. Klar. Aber eigentlich auch nur für den Fall der Fälle, denn jetzt werde ich natürlich auch wieder mit der Hauptbewaffnung schießen, denn der hat ja nicht mehr viel und jetzt hat er gar nichts mehr. So, jetzt haben die anderen vier verloren, wir haben drei verloren. Tja, und ich bin entdeckt und irgendwer zielt. Also immer schön in Bewegung bleiben. Ja, dann gehen wir doch mal mit dem Boost nach vorne. Das heißt nämlich auch schnellstmöglich von den Fliegern weg. Und das bin ich jetzt auch. So, und da an der Insel, da steht die Lengle immer noch. Das ist natürlich ein wirklich verlockendes Ziel. So, dann wollen wir doch mal gucken. Die anderen haben 5 verloren, wir 3. Vielleicht komme ich jetzt hier ja ungesehen nach vorne, kann da möglicherweise noch diese Wyoming mit torpen, oder? Also wenn ich mir das aussuchen darf, dann nehme ich doch, glaube ich, eher gleich die Langley. Und der scheint da wirklich zu stehen. Ich habe 7 Kilometer Torps mit der Minikase. Habe eine Verborgenheit von 5,4 Kilometer. Das heißt, ich fahre jetzt natürlich möglichst nah ran. Nicht zu nah ran. So, und jetzt kann ich da wunderschön die Torps einfach direkt auf die Langley setzen. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr mutig, gerade eben bei 2 CVs. Oh, jetzt hat die Längle unsere Furutaka gerade rausgenommen. Aber was er nicht weiß, da laufen schon Torps auf ihn zu. So, und ich habe meine gleich wieder so weit. Also dann kann ich mich gleich nochmal hier um die König und Wyoming kümmern. So, und die laufen und laufen und laufen. Und jetzt wird er irgendwann wissen, dass sie da sind. Na, Längle, wie sieht's aus? Jo, da haben wir ihn doch. 3 Torp-Treffer haben gereicht. So, und hier hauen wir jetzt mal die Torps auf die Wyoming raus. Und da sehe ich aber zu, dass ich abdrehe, dass der mich eben gar nicht sieht. Wobei das Problem natürlich ist, dass jetzt die Längle hier nochmal mit den Fliegern kommt. Also mache ich dasselbe nochmal wieder, was ich vorhin schon gemacht habe. Ran an die Insel, dass wenn er die Insel überfliegt, er mich dann erst sieht. Und jetzt kann er im Prinzip gar nicht so schnell abwerfen. Also muss er wieder drüber fliegen. Ich bin dann für den Moment gleich nicht mehr gespottet. Da ist das auch schon wieder soweit. Und die Torps laufen trotzdem. Ja, und treffen auch die Wyoming. Und das sind nochmal 3 Torp-Treffer mit Wassereinbruch. Aber Wyoming ist noch da und da ist die nächste Wyoming. Tja. Was machst du denn? Okay, fährt leicht vorwärts, dreht jetzt ein. Ich gucke auf der Minimap dann auch immer, was für Optionen hat denn dieser Spieler. Und der wird jetzt um die Insel vermutlich rumfahren und wird von mir wegfahren. Da brauche ich nicht hinterher torpen. Aber diese Wyoming, der ist noch im Spiel und es ist jetzt so, dass wir 5 verloren haben. Die anderen sind noch zu 5. So, hier kann ich dann mal ein bisschen was auf die König rausschmeißen. Und bei meinem Reload der Torps kann ich natürlich jetzt auch einfach mal hier abbremsen. Momentchen warten. Ich werde auch gar nicht erst nebeln. Weil noch verbirgt mich hier die Insel. So,
So, und wenn die Wyoming da sogar noch einlenkt, ja, was er auch tut, das kann man immer wunderbar mit einmal Aufschalten der Torpedos sehen. Was macht er? Tja, der lenkt da ein und inselt vermutlich gleich. So, und die Torps, ja, da haben wir doch nochmal zwei mit einmal Wassereinbruch. So, die anderen Torps sind jetzt soweit. Tja, dann kann ich natürlich jetzt hier problemlos einfach mal an die Wyoming ranfahren. Einen in den weißen Bereich, einen davor für den Fall, dass er jetzt noch stehen bleiben sollte. Und jetzt kann ich hier einfach von dem wegkiten. Kann aber auch nochmal schießen. Oh, da ist dann tatsächlich doch noch hier dieser Inselvorsprung. Jo, aber die Wyoming haben wir. Ja, und jetzt haut mir natürlich hier der CV auch nochmal einen rein. Und die König schießt auch. Jo, aber das war jetzt alles entspannt. So, rückwärts fahren und jetzt gleich vorwärts fahren, dass die Hosho das möglichst daneben schmeißt. Ja, das hat geklappt. So, EE ist auch wieder an. Für den Fall, dass ich doch nochmal ein Flugzeug runterschießen könnte. Okay, ist aber nicht so. Ja, und da kommt noch was von der Wyoming da hinten. Okay. So, König. Was machst du? Ich hau jetzt mal den Boost rein. Ja, und die Hosho kommt natürlich hier wieder. Vielleicht kann ich ja noch mal einen kleinen Blick auf diese Hosho bekommen. König scheint jetzt richtig Gas zu geben. Das sieht man ja auch immer, wenn man ihn dann aufschaltet, wie weit der weiße Bereich nach vorne springt. Oder wie weit er generell einfach vor dem Schiff ist. Ja, und jetzt bremst er wieder ab, beziehungsweise lenkt ein. Und da ist die Hosho. Eigentlich möchte ich hier gar nicht ins Cap fahren, weil in dem Moment, wo ich ins Cap fahre, wissen die natürlich, wo in etwa ich bin. Aber ich komme sonst überhaupt nicht an die ran. Also, egal. Wenn sich das anders darstellen würde, würde ich am Cap vorbeifahren. Also, wenn die Hosho jetzt beispielsweise auf der Zweierlinie wäre, dann würde ich hier nicht ins Cap fahren. Nicht in dieser Situation. So, und jetzt werde ich hier einfach mal so nah ranfahren, dass mich diese König auch im Zweifelsfalle sieht. Das ist mir egal. Ich möchte nämlich eigentlich die Hosho torpen. Und da muss ich jetzt so nah ran, dass ich die Torp so setzen kann, dass der nicht aus meiner Torp-Range rausfährt. Und das sind nun mal nur 7 Kilometer. Tja, und wenn der jetzt weglenkt, dann wird das schon eng. Aber solange hier auch keiner auf mich zielt und schießt, kann ich natürlich noch ein bisschen näher ranfahren. Und ganz entspannt einfach mal schauen, was die Torps denn so machen. Jetzt kann ich mich hier schön nebeln. Ich denke, jetzt müsste ich nah genug dran sein. So. Die König steht da fast. Ja, der CV ist natürlich jetzt mit seinen Fliegern auch hier. Deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, hau ich mal den Nebel rein. Weil, wie gesagt, nah genug bin ich dran. Aber die Torps sind wirklich ausgelaufen. Die haben ihn nicht erreicht. Ja, schmeiß mal da vorne alles schön rein. Hier hinten ist alles in Ruhe. Tja, jetzt kommt unser Königsberg hier noch mit rein. Tja, dann... Ach, dann fahre ich einfach noch mal ein bisschen weiter raus. Fahre ich noch mal eine Runde spotten. Ja. Beide im Vollfluchtmodus. Von wegen hier Basis verteidigen oder ähnliches. Nein. Da haut die König lieber ab. Ist natürlich schwierig. Also normalerweise sollten sie aufpassen, dass keiner ihre Basis jetzt hier einnimmt, aber okay. So, jetzt passe ich auf, dass sie mich nicht sehen und ich torp da trotzdem hin. Und jetzt hat die Hosho unsere Wispy rausgenommen und jetzt ist es 6 gegen 4. Tja, in 20 Sekunden haben wir die Basis erobert. Die Frage ist, wollen wir das? Also... Jedem anderen Spieler würde ich jetzt auf die Finger hauen. Jo, da ist aber die Königsback auch schon rausgefahren. So, jetzt wird es wieder eine Minute dauern. Und jetzt fahre ich dann auch raus.
Denn, also natürlich geht es darum, das Spiel zu gewinnen. Und das Spiel gewinnt man, indem man durchkappt und das war's. Aber wenn man dann 96.000 Schaden gemacht hat, möchte man vielleicht auch 100.000 machen. Das wiederum bedeutet, man muss dann doch noch mal ein bisschen näher an die anderen ran. Und bei 6 gegen 3 sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir das gewinnen. Ah, Hosho. Oh nein, da schießt mir die Königsberg die Hosho weg. Tja, gut, 6 gegen 2. Aber sonst muss man einfach sagen, also grundsätzlich geht es bei diesem Spiel darum, das Spiel zu gewinnen und nicht maximalen Schaden zu machen. Das ist eigentlich nicht Ziel dieses Spiels. Es lässt sich manchmal miteinander verbinden. Jetzt in dieser Situation beispielsweise. Wir haben noch beide CVs. Wir haben noch 2 Schlachtschiffe. Ja, was sollen die anderen denn machen? Die König beispielsweise fängt jetzt nur noch diese Torps. 5 Stück an der Zahl. Und wir kriegen Großkaliber und noch einen vernichtenden Schlag. Und jetzt ist halt die Frage, kriegen wir diese Krake oder kriegen wir sie nicht? Kaiser gegen Wyoming. Nein, da kommen wir zu spät. Okay, man kann nicht alles haben. 124.681 Schaden waren das jetzt. Mit 12 Treffern mit der Hauptbewaffnung. Mit 17 Torpedotreffern. Ein Flugzeug haben wir abgeschossen, 4 Schiffe zerstört, 7 Wassereinbrüche verursacht. Ein Schiff haben wir aufgeklärt. 2-mal einen vernichtenden Schlag gelandet und den Großkaliber haben wir bekommen. Ja. Also ich muss sagen, insgesamt doch ganz schick. Schauen wir mal in die Teamwertung, was die so sagt. 1459 auf Rang 1 und wir hatten sogar noch eine AFK Kongo dabei. Wow. Okay. Tja, dann schauen wir uns die Gesamtwertung nochmal an. Also König versenkt, Wyoming versenkt, Langley versenkt, John Way versenkt und der anderen König 24.600 abgenommen. Tja, und der Hosho ein Flugzeug. Potenziellen Schaden 143.000, das ist für so ein kleines Schiffchen dann auch ein bisschen was. Schaden durch Aufklärung 32.000, okay. Tja, und wir haben durch Torpedos natürlich den Hauptanteil an Schaden gemacht, 116.000. Wassereinbrüche 2.400 und Hauptbatterie 5.300. Aber insgesamt, ja, fand ich schon, dass das ein schönes Gefecht war. Wie gesagt, mit der Einschränkung, man sollte eigentlich durchcappen. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Die Glocke gleich aktivieren. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du gerne eine Kanalmitgliedschaft bei mir abschließen. Bronze, Silber oder Gold. Informiere dich unten über den Link. Schreib gerne in die Kommentare, was du jetzt von der Minikase hältst. Oder vielleicht von dieser Aktion durchcappen oder doch Schaden machen. Schau gerne auch live auf Twitch rein und ich freue mich aufs nächste Mal.